Servus liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Q&A zum Thema Regeneration. Das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, hat ja gezeigt, dass die Regeneration im Training, so wie ich es geplant hatte, nicht so geklappt hat, wie ursprünglich gedacht. Was gar nicht schlimm ist, da muss man reagieren. Unter dem vorletzten Video kamen allerdings einige Fragen zum Thema Regeneration, weil doch da auch der ein oder andere Trainingstag dabei war, der Donnerstag zum Beispiel, der über 6 Stunden gedauert hat. Und da kamen die Fragen auf: Felix, wie regenerierst du? Was machst du? Was isst du? Essen ist ja auch ein wichtiger Teil der Regeneration. Deswegen heute meine Tipps oder mein Herangehen zur Regeneration, gerade wenn es zum Ironman hingeht, wenn die Trainingstage sehr lang werden, sehr voll werden. Und ich hoffe, ich kann euch mit den Tipps helfen. Mein erster Tipp zum Thema Regeneration ist immer schlafen, so viel schlafen, wie es irgendwie geht. Wenn man die Möglichkeit hat, einen Mittagsschlaf zu machen, dann einen Mittagsschlaf machen. Ansonsten schauen, dass ihr, also ich würde sagen, mindestens auf 8 Stunden Schlaf in der Nacht kommt. Mir fällt es insgesamt im Herbst und im Winter, also wenn es früher dunkel ist, viel leichter als im Sommer, weil ich immer das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas draußen oder ich will draußen sein. Gerade wenn es länger hell ist am Abend, ist ja auch wahnsinnig schöne Stimmung. Wenn das Wetter jetzt so ist wie die letzten Tage hier, geht es auch im Sommer ganz gut. Aber ich schaue wirklich, dass ich gegen 10 Uhr mich langsam Richtung Bett bewege. Und ja, manchmal ist es auch früher, gerade an ganz langen Trainingstagen bin ich auch dann einfach so fertig, dass ich schon mal um 9:30 oder so im Bett liege. Aber Schlaf ist für mich so das A und O zum Thema Regeneration. Ich glaube auch, dass viele so kleine Verletzungen mit mal 70 Stunden Schlaf in der Woche wahrscheinlich sogar relativ einfach zu beseitigen sind. Und ich habe das Gefühl, wenn ich aus diesem Schlafrhythmus rauskomme, dann merke ich das auch wirklich 2 oder 3 Tage lang. Also das heißt, eine wirklich schlecht geschlafene Nacht oder eine Nacht, bei der ich deutlich später ins Bett gegangen bin und vielleicht trotzdem auch früh aufstehen musste, das wirft so den ganzen Schlafrhythmus total aus dem Konzept. Und das merke ich dann auch im Training leider immer wieder ziemlich deutlich. Wird halt auch nicht jünger. Die zweite große Sache ist das Thema Ernährung. Was, wer, wie isst, ist doch sehr individuell. Ich mache es trotzdem so, dass ich mich eigentlich durch die ganze Saison hin jeden Tag wiege. Das hat zu manchen Zeiten im Jahr natürlich den Sinn, auch um zu schauen, okay, ob ich schon bei meinem Wettkampfgewicht angekommen bin, also so viel oder wenig wiege, wie ich eben möchte. Im Moment ist es eher so ein Tool, um wirklich zu schauen, dass ich auch an vor allem nach harten und sehr, sehr langen Trainingstagen genügend Flüssigkeit wieder zuführe und auch genügend Essen zu mir nehme. Also die Waage muss nicht immer der Messmodus sein, um zu schauen, bin ich schon leicht genug, sondern eben manchmal auch, bin ich jetzt vielleicht zu leicht. Und ich merke das extrem an so langen Trainingstagen wie im vorletzten Video, den einen Trainingstag, den ich euch gezeigt hatte, einfach durch den Schweiß- und Flüssigkeitsverlust. Den merkt man natürlich dann auch auf der Waage. Und ich tue mir schwer, an solchen Tagen auch viel feste Nahrung zu mir zu nehmen. Ich bin vom Typ her insgesamt so, dass ich nach einem harten Training selten Appetit habe. Mein Tipp, wenn es euch ähnlich geht, wäre dann, das Essen irgendwie auf flüssige Art und Weise zu sich zu nehmen, sei es durch eine Schokomilch direkt nach dem Training, wer das verträgt, oder Eiweiß-Shakes, Recovery-Shakes, Kohlenhydrat-Shakes. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist immer so meine Go-To-Option, weil ich oft nach dem Training jetzt nicht direkt irgendwie eine große Portion Nudeln essen kann. Und für mich ist es eben auch wichtig, dass ich, wenn ich einen extrem langen Trainingstag habe, dann wirklich da 2, 3 Tage drauf achte, dass ich den Defizit, in den ich mich dann an diesen Tag reinreite, es geht einfach nicht anders, also ich kann nicht so viel Kohlenhydrate und Kalorien zu mir nehmen, wie ich dann verbrauche an diesem Tag, dass ich dieses Defizit dann aber auch wieder ausgleiche. Zumindest zu der Trainingsphase, in der ich mich jetzt befinde, relativ nah am Hauptwettkampf dran. Möchte ich jetzt eigentlich an meinem Gewicht nichts mehr verändern, sondern bin da zufrieden, wie ich bin und schaue, dass das jetzt auf einem Level bleibt. Das waren so die zwei großen Punkte, die Ernährung, einmal essen und natürlich dementsprechend trinken und dann der Schlaf. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen meiner Meinung nach, um die Regeneration richtig hinzubekommen. Und der andere große Baustein, der manchmal eben gut gelingt, manchmal nicht so gut gelingt, ist die Trainingsplanung im Vorhinein. Bei mir war es jetzt so, dass die Planung definitiv mich so überfordert hat, dass ich die Reißleine ziehen musste. Ich konnte einfach nicht durchziehen, konnte nicht durchdrücken durch den letzten Block.
Ich habe das gemerkt, habe dann gesagt, okay, ich fange jetzt ein bisschen früher an, mich zu erholen, oder erhole mich jetzt 2-3 Tage und mache dann nochmal 1-2 Trainingseinheiten. Und im besten Fall macht das eben euer Trainer für euch, beziehungsweise ihr gemeinsam mit eurem Trainer. Also da muss man schon auch einfach immer wieder in sich reinhören. Und ich glaube auch, dass der eigene Körper neben allen möglichen Metriken, die uns verschiedene Apps geben, immer noch die beste, das beste Feedbackgeber ist. Also auf den eigenen Körper zu hören, dann fährt man da ganz gut. Mit diesen 3 Sachen im Kopf gehe ich mit dem Thema Erholung um. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen, beziehungsweise die Einblicke haben euch geholfen. Und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.